Ich will jetzt wissen, was meine Crit-Chance ist. Richtig? Und ich gehe hier rein und ich erwarte normalerweise, dass da steht 15% Crit-Rating. Bin ich doof oder sehe ich es nicht? Es steht dabei, das hier. Eine Formel. Erhöht die Chance, dass Nahkampfangriffe kritische Treffer erzielen und Max-Schaden verursachen, ist ein erhöhter Wert als die Nahkampfausdauer des Ziels. Erhöht sich durch kritische Trefferchance, für Ziel jeden Punkte. Um etwa 1%. Mit zunehmender Unterschied verringert sich die Effizienz. Also, ich muss mir das selber ausrechnen. Oh. Oh nein. Das ist nicht gut. Das wird dynamisch sein irgendwie, ja. Ich hätte einfach einen Prozentsatz erwartet. Na gut. Das wird kompliziert.